Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich will heute mal einen Salat machen, den ich sehr lecker fand. Ich habe ihn jetzt nur einmal gemacht und ich wollte es mit euch teilen. Der geht super schnell und schmeckt auch ganz gut, finde ich. Was brauchen wir dafür? Zwei Auberginen, so mittelgroße. Ich habe sie schon so zu zwei Hälften geschnitten. Ich habe jetzt zwei Bund Schnittlauch genommen und zwei Bund Dill. Man kann auch Petersilie nehmen, das ist jetzt Geschmackssache. Dann brauchen wir noch zwei Zwiebeln, drei Knoblauchzehen, das ist jetzt auch Geschmackssache. Man braucht es nicht zu nehmen, Knoblauch, wenn man nicht will. Eine Paprika und Chili. Kann man auch nehmen, muss aber nicht sein. Dann brauchen wir noch 3 Esslöffel Zucker, 1 Esslöffel Salz und Essig. Ich nehme jetzt gerne den 7-Kräuter-Essig, der ist mit 5% Säure. Im Rezept stand zwar 9%ige, ich fand aber keinen mit 9%, deswegen habe ich den genommen. Dafür nehme ich 2 Esslöffel davon. Wenn man 9%igen hat, braucht man nur 1 Löffel. Reicht. Den finde ich aber sehr gut. Als nächstes muss ich die Auberginen kochen. Die soll man ungefähr 9 Minuten kochen. Man soll sie auch nicht zu weich kochen, sonst wird das ein Matsch sein. So, das Wasser ist jetzt am Kochen. Ich tue die Auberginen rein. Also wie gesagt, salzen ist nicht notwendig. Das lasse ich jetzt so. Also wie gesagt, ich habe letztes Mal gemacht, ich hatte 9 Minuten gebraucht. Da waren sie richtig gut. Die Auberginen sind jetzt am Kochen. In der Zwischenzeit will ich die Marinade fertig machen. Also die Zwiebel habe ich jetzt schon geschnitten. Einfach so 2 Hälften, dann nochmal. So ein bisschen feiner. Und die tue ich jetzt hier in so eine Schüssel. Dann kommt Salz rein. Also wie gesagt, ich zeige jetzt so ungefähr so. Das ist nicht ganz voll, aber ein Löffel. Und 3 Löffel Zucker. Ich war zuerst auch ein bisschen skeptisch, ob das jetzt mit dem Zucker so, aber nachher schmeckt man gar nicht raus den Zucker. Jetzt nehme ich 2 Esslöffel von dem Essig. Tue das alles so ein bisschen mischen und lasse die Zwiebel stehen, so ein bisschen, dass sie marinieren. Also die Auberginen sind jetzt soweit fertig. Ich werde jetzt auch das probieren mit den Zahnstochen. Da geht richtig gut durch, die sind fertig. Ich werde sie jetzt in so ein Sieb reinlegen und man soll sie so ein bisschen mit was beschweren, damit das so ganz ein bisschen abtropft. Also ein bisschen, die werden ein bisschen dann platter. So, ich werde mir jetzt so einen Teller drauflegen und mit irgendwas beschweren, so für circa 10-15 Minuten, bis sie abkühlen und so ein bisschen abtropfen. Also meine Auberginen sind jetzt soweit fertig. Ich habe sie jetzt ungefähr 15 Minuten unter so schweren stehen lassen. Die sind abgetropft bei mir, sind jetzt so ein bisschen platt geworden. Und ich schneide sie jetzt einfach in 2 Hälften. Ich tue schon die Knoblauchzehen hier und da presse so mit Knoblauchzehepresse. Wenn man nicht zur Arbeit muss, kann man auch ein bisschen essen. So, jetzt werde ich es einfach alles dazu tun. Also wie gesagt, ich habe Paprika auch schon jetzt geschnitten. Einfach so in Streifen, so wie jeder mag, ein bisschen feiner. Die Chili auch, das tue ich jetzt hier alles rein. Jetzt tue ich die Zwiebeln rein, die sind schon auch jetzt so ein bisschen in Marinade gelegen. Und Schnittlauch und Petersilie. Man kann auch, Schnittlauch und Dill wollte ich sagen. Man kann auch Petersilie nehmen. Das Ganze wird schön gemischt. Ich habe am Anfang ganz vergessen, Ihnen zu sagen, dass wir auch noch Öl dazu brauchen. Also ungefähr 100 ml reicht. Und das Ganze kommt jetzt hier da rein.
und wird schön gemischt. Mein Salat ist jetzt soweit fertig. Den kann man auch direkt auch essen, aber besser, wenn er im Kühlschrank steht für ein, zwei Stunden, damit das alles zieht und die Zutaten vermischen. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit.